So, willkommen zurück hier bei Mass Effect Andromeda. Wir machen weiter mit dem Prolog und gehen durch hier diese Tür. Oh. Huch. Hör doch auf. Warte, ich muss den Ton eben bei mir leiser machen. Super professionell bin ich. Also alle, die das Video sehen, ich bin neu. So, alt. Aha, okay, da müssen wir hin. Hallo. Gut, dann nicht, dann gehen wir. Sie hat einen Scanner. Schnell, Ryder. Setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Du kümmerst dich hier. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Alles klar. Okay, warte, was muss ich machen? Scannen mit G. Ryder, versuchen Sie die ganze Leitung. Ah, da. Sie müssen den Defekt finden. Ah, oh. Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Reise ist kaputt. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Klar, wie denn? Okay, da hoch. Ach, gehen wir schnell die Treppen hoch. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Okay, ich dachte, ich muss da jemand machen. Aber ist niemals. Ach, ist nicht so. Irgendwie. Hallo Leute, was macht ihr so? Ich warte. Achso, vielleicht sollten wir zuhören. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Na gut, dann machen wir uns auf den Weg zur Bahn. Einsatzinformationen finden Sie um rechts. Yep, zur Bahn müssen wir. Hi, wie geht's euch so? Das war knapp. Alles okay? Wir sind bei mir ist alles okay. Aber wir gucken uns nochmal, gehen nochmal zurück. Wir wollen ja immer alles schön hier. Warte, noch nicht. Erst gucken wir uns um, ob wir noch ein Datenpad finden. Aber hier ist keins. Wir gucken mal eben auf die andere Seite nochmal. Rennen wir eben dahin. Okay, hier ist auch nichts. Ah, okay, dann gehen wir wieder nach oben. Oder wir gehen hier erstmal hin, oder? Da ist ein Datenpad. Untersuchen wir es mal. Okay, automatischer Log. Berichtsstatus. Ne, Berichtsdurchlauf. 2819 Identifikation QPAZ. Ja, Ereignisse. Aufbruch. Okay. Stase. Okay. Okay, gespeichert. Okay, das ist eigentlich. Und da ist ein Fehler gewesen beim letzten Eintrag. Hallo, ich bin hier. Müssen wir jetzt weiter? Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Sie hat das Kommando. Ich bin für festen Boden. Wir nehmen. Ich bin für festen Boden. Mein Vater hat nicht ganz unrecht. Fester Boden klingt im Moment ziemlich gut. Ja, aber. Ziemlich gut. Ist nicht gut genug. Ja, Sir. Wir kommen raus! Gott. Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen.
sieht sie aber nicht aus. Na, Wahl des Tons hatten wir schon mal. Sieht schlimm aus. Sie hat recht, der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Aber der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Er kommt ganz nach mir. Nicht gerade ungänglich. Ach, er ist nicht gerade umgänglich. Er kommt nach mir. Was liegt in der Familie? Ich schätze, er hat es von mir. Hauptsache, er weiß, was er tut. Es gibt hier keine Kavallerie, die uns retten kommt. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Scott wird's hassen, dass er das verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Ich bin eine Minute älter als er. Lass ich ihn nie vergessen. Keine Sorge, ich bin mir sicher, er kommt durch. Ja, und dann wird er Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Okay. Gut. Sie sollten Ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Gut, untersuchen wir erstmal das Datenpad. Handbuch für Pathfinder-Teams. Einführung. Als Mitglied des Pathfinder-Teams spielen Sie eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren. Achso, okay. Das Team muss zahlreiche Herausforderungen stellen. Status Verzifizierung Goldene Welt. Aufklärung und Karten Geografie unbekannte Gebiete, Planet und Himmelskörper. Wissenschaftliche Analyse und Entdeckung neuer Phänomene. Potenziale Erstkontakt mit fremden Spezien, Ausnahme diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen, allgemeine Unterstützung von Siedlungen und Aufbau. Außenposten. Okay, gut. Gibt es noch ein Datenpad hier? Cool, wir können ja die Spinte untersuchen. Durchhalten, Scott. Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Wir, okay, das ist, hier ist Wasserkühler. Wir benutzen... Wenn nicht, auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Hier ist der Stein, den Helm holen wir noch nicht. Da gehen wir gleich hin. Ja, ich hatte doch gerade noch ein Datenpad gefunden, oder? Ah, hier. Pathfinder, Feldhandbuch, Protokolle bei Erstkontakt. Sollten Sie ein Mitglied des Path-Teams aus Intelligenzen außerirdischen Leben stoßen, muss das Erstkontaktprotokoll strengstens eingehalten werden. Die Andromeda-Initiative zählt die Grundsätze des Friedens und der Kooperation zu ihrem zentralen Wert. Aggressive Verhalten gegen Außerirdische sind nur gestattet, wenn diese eindeutig freiwillig Absicht an den Tag legen. Und wenn Mitglieder des Pathfinder-Teams sich in akuter Verletzungs- und Todesgefahr befinden. Gut, gut, gut. Dann gehen wir mal zu unserem Stein des Dads. Der Glücksstein, ha? Ihr Vater war auf der Erde bergsteigen und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt allerdings. Gut. Reden wir mal nochmal mit ihr. Komm, mit ihr reden. Oh, nee. Oh doch, kann man wohl. Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Es ist kaum ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ist mir nicht aufgefallen, wir kriegen das schon hin. Eher ein schwieriger Tag. Wir machen das erste.
Nein, aber genau deswegen sind wir ja beim Pathfinder-Team. Wir werden einen Planeten erkunden, den kein Mensch je betreten hat. Ich weiß, was Sie meinen. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn Sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Hier spricht der Captain. Hoffen wir es. Lassen wir uns nicht fressen. Lustig? Lustig. Ehrlich gesagt esse ich lieber, als gegessen zu werden. Ach, man ist erst dann ein echter Entdecker, wenn man ein paar Narben hat. Oder Bissspuren. Alles klar, dann kümmere ich mich besser mal um meine Ausrüstung. Okay. Hi Fischer. Kann man Fischer auch nochmal reden? Ah, da kommen wir noch. Hey Fischer, wie geht's? Ich habe von der Brücke Leuten hören, dass ihr Vater und der Captain in dieser Sache nicht einer Meinung sind. Das stimmt. Ich glaube, sie... glauben sie Gerüchten nicht. Das stimmt. Sie war von der Expedition nicht begeistert, aber mein Dad konnte sie überzeugen. Zum Glück hat Dan eingelenkt. Ihr Dad ist der N7 hier. Er hat die meiste Erfahrung und er ist der beste Schütze. Ich gehe dahin, wo er hingeht. Klar. Deaktivieren. Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Oh, ich habe die Musik ausgemacht. Okay, reden wir mal mit den beiden. Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja. Wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Wir sind zu Hause. Die Sensoren sind gestört. Angst ist angebracht. Starte in 30 Minuten. Er war völlig konzentriert. Wir sollen zusammenpacken und abmarschbereit sein. Kurz und prägnant, was? Wird gemacht. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Gut, dann setzen wir unseren Helm auf. Wir haben ja alles geguckt. Also Helm. Erledigt. So, und jetzt? Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Okay, machen wir dann mal. Sicher ist sicher. Mit einer Pistole. Mit einer Pistole soll ich hier rausgehen. So, dann haben wir den Prolog schon geschafft, glaube ich. Dr. Carlyle, braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Sehe ich eigentlich aus? Ja, okay, ich bin nicht die Hübscheste. Hallo, ich habe einen hohen Mund. Irgendwie ist das Gesicht nach oben gerutscht. Tja, ja, der Mund könnte noch weiter runtergehen. Ich habe ein großes Kinn halt. Ich auch. Uns erwartet ein historischer Moment. Haben Sie schon ein Zitat parat? Ein kleiner Schritt. Ich denke, diese Ehre gebührt Ihrem Vater. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Scott sind wir einer zu wenig. Ich weiß, was passiert ist. Aber dein Bruder ist stark. Er schafft das. Das will ich Ihnen auch geraten haben. Wir sollten uns keine Sorgen machen. Scott würde nicht wollen, dass wir uns Sorgen machen. Du hast recht. Die Mission hat Vorrang. Das stimmt. Auch wenn eure Mutter dem wohl kaum zugestimmt hätte. Ich habe ihr versprochen, euch sicher hierher zu bringen. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben, dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Der sieht aus wie ein Vampir und wir sehen aus wie eine
verunstaltete Frau mit... Hallo? Wow. Wow, sehen Sie sich das an? Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst, halten Sie sich fern. Sieht schon cool aus, ne? Huch, jetzt. Gravitationsanomalie. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Ja, besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Festhalten, ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Nach einer goldenen Welt aus. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Bodenstruktur, Backbord. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, ihr Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Und wenn Sie nicht freundlich sind? Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Huch, was passiert denn jetzt hier? Wo muss ich vertrücken? Da fliegen wir raus. Wow, ganz ruhig. Ach, wirklich? Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Danke. Erreichen tödliche Geschwindigkeit. Sam! Hallo? Aua. Hier, bitte kommen. Hyperion! Sam! Hört mich irgendjemand? Vergessen Sie's, Ryder. Sam ist offline. Der Comlink ist tot. Wir aber erstaunlicherweise nicht. Ist das wirklich passiert? Gibt es Überlebende? Machen wir das. Und die anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Der Shuttle ist auseinandergebrochen. Und was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Warum? Ich möchte, dass das unsere Heimat wird jetzt. Wir brauchen wohl eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Gehen wir. Ryder, wie steht's mit Überlebenstraining? Ich habe schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja, guck mal, das kann man scannen. Jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Lass mich die mal scannen, eben. Tja,
ohne Sam lässt sich schwer sagen, was das genau ist. Ja, ist eine gut. Pflanze und vielleicht ist sie tot, vielleicht aber auch nicht. Gibt's noch mehr zu sehen? Cooler Scanner ist. Forschungszahlen. Verdienen Sie Forschungspunkte, um... verdienen Sie Forschungspunkte, indem Sie unbekannte Technologie Lebensform scannen. Können Sie die ausgeben? Okay. Da ist unsere Com-Einheit. Da ist was, oder? Hier muss es doch was geben. Scannen wir das mal einmal. Beim Absturz beschädigt. Ohne also so Vorräte. Noch mehr zu scannen. Da ist auch noch was. Ah ne, das haben wir schon. Da. Cool, ich mag jetzt schon das Scan-Ding. Kann, glaube ich, viel erfahren hier. Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Das erklärt, warum wir unsere Sam-Verbindung verloren haben. Ich nehme das alles ganz langsam an und scanne erstmal alles schön hier. Oh, kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Mit Menzel-Impulse und Lebensform. Okay. Gibt's noch was zu scannen hier? Ich liebe es zu scannen schon. Hier sind noch mehr Vorräte. Das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Okay, ich glaube, hier gibt es nicht neu. Ah, die Pflanzen haben wir schon. Hatten wir schon. Okay, was zum Teufel ist das? Na los, Level Stress. Wir müssen da durch. Kann man das scannen? Schnell weg hier. Bleiben Sie in Bewegung. Wow, wow, wir kommen fast durch. Ah. Hä? Wer hat Schaden verloren? Verdammt. Stopp mal eben. Komm, das scannen. Das hat wehgetan. Gut, kann man nicht scannen. Okay, laufen wir erstmal einmal durch. Achtung. Sieht aus, als wäre es darunter sicherer. Gut. Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Ja, das werden wir herausfinden. Sie mag uns halt nicht. Tut mir leid, dass das so ist. Jetzt geht das schon wieder los. Oh ne, das... Hoffentlich sterben wir jetzt nicht. Ich will das einmal scannen. Treibstoff war das. Wow, okay. Oh. Drachen. Okay, hüpfen wir einmal hier rum. Das? Na los! Ich bin nicht sicher, ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Hier Munition. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann mal los! Okay. Wir können jetzt erstmal hier langlaufen. Wie hat mein Dad sie gefunden? Ich war ein Kopf. Und später so. In einer Spezialeinheit. Erstmal G drücken, ne? Echt? Ich erzähle Ihnen die Geschichte. Oh Gott. Ich schaff das! Ist ja cool mit dem Jetpack. Wenn das nur klappen würde manchmal. So, was ist das hier? Wir kriegen das hin. Okay, hier ist nichts zu scannen, schade. Jo! Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Machen Sie mal Platz! Machen Sie mal Platz, geben Sie mir die Hand. Ärger, ein Rätsel, das wir lösen müssen. Und dann Herz, machen wir mal das. Ärger. Auf jeden Fall kein Hotel. Nichts hier ergibt irgendeinen Sinn. Nein, aber alles ist tödlich. Heute stirbt niemand. Ryder, das ist Fischer. Warten Sie, dort. Gewalt nur unter Feindbeschuss. So was schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor?
Wir rechnen mit dem Schlimmsten, wir folgen das Protokoll. Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Wir stellen uns auf das Schlimmste ein. Was ja auch meistens eintritt. Das stimmt. Ein Wort und ich eröffne das Feuer. Und ob die feindlich sind oder freundlich, sehen wir in der nächsten Folge bei Mass Effect Andromeda. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Scheiße, sie sehen Ciao. Fischer.